Und Vitamin C ist auch wichtig für die Regeneration von Glutathion. Also Vitamin C und Selen arbeiten da zusammen. Ist aber auch so, wir haben auf unseren Nieren haben wir so kleine Zäpfchen in den Nebennieren und die regulieren, also das sind so wichtige Hormondrüsen, die machen Stressregulation, die machen Blutzucker, die machen Blutdruck, die machen Zelldruck, also Osmose. Und wann immer wir gestresst sind, setzt die Nebenniere Vitamin C frei und schützt sich quasi, macht quasi wie so ein Mantel aus Vitamin C um sich rum, um sich selber zu schützen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schnell, einfach, gesund Podcast-Episode. Und in dieser Folge möchten wir wieder einen Interview-Ausschnitt mit dir teilen, und zwar von Martin Auerswald. Und er war auf dem Long-Covid-Post-Vac-Kongress ebenfalls zu Gast und hat dort über die wichtigsten Nährstoffe für ein gesundes Immunsystem gesprochen und hat da nochmal ganz, ganz viele, ja, Zusatzinfos auch gehabt zu Nährstoffen, die du zwischen den Zeilen raushören kannst. Und das ist einfach nochmal total spannend. Und da wirst du nochmal viel Wertvolles mitnehmen. Und deswegen wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Und wenn dir das gefällt, dann bewerte gern unseren Podcast oder wenn du es auf YouTube schaust, diese Folge mit einem Daumen nach oben, denn das hilft auch uns, mehr Menschen zu erreichen und mit diesen wichtigen Infos, ja, zu versorgen und zu begeistern. Viel Spaß nun beim Interview. Lass uns gerne nochmal drauf schauen, warum diese Spurenelemente so wichtig sind. Also zum Beispiel das Magnesium. Was macht das Magnesium alles? Warum ist in so einer chronischen Stresssituation wie bei zum Beispiel Long-Covid sehr sinnvoll ist einzunehmen? Also einmal, unser Körper braucht Energie immer für alles, und ohne Magnesium keine Energie, weil immer wenn unser Energierohstoff ATP gebildet wird, also das braucht Magnesium, um stabil zu sein als Molekül. Das heißt, ohne Magnesium keine Energie, relativ simpel. Und wenn nicht genug Magnesium da ist, dann haben wir auch weniger Mitochondrien. Das heißt auch weniger Kraftwerke, um überhaupt Energie zu machen. Wer besonders viel Energie braucht, gerade in einer stressigen Situation, sind unsere Immunzellen. Und die profitieren auch sehr direkt von Magnesium. Also Energiemangel kann unterschiedlich aussehen, aber es zeigt sich halt auch in den Immunzellen und sind vor allem, ja, also es ist dann in anderen Interviews, unsere Nervenzellen brauchen Magnesium für die Informationsweiterleitung. Die Mitochondrien brauchen Magnesium in fast jedem Schritt, um Energie zu erzeugen. Für einen gesunden Vagustonus brauchen wir Magnesium, um nicht die ganze Zeit gestresst zu sein. Na, der Vagusnerv ist unser größter Beruhigungsnerv. Ohne Magnesium geht da auch gar nichts. Unsere Darmmotilität braucht Magnesium, sonst neigen wir eher zu Verstopfung. Also fast überall im Körper ist Magnesium wie so ein, ja, nicht Beschleuniger, aber ist wie so ein Treibstoff einfach. Ja. Also ganz, ganz wichtiges Spurenelement, ne, für ganz Voll. wichtige Funktionen. Wie ist es denn mit Selen? Wofür würde ich denn das einnehmen? Wofür? Ja, oder warum sollte ich das einnehmen als Also. Long-Covid-Patient oder chronisch müder Patient oder? Also die Böden in Deutschland sind relativ selenarm. Das heißt, die deutsche Bevölkerung ist in der Breite ziemlich schlecht mit Selen versorgt. Es sei denn, wir essen regelmäßig Innereien, Fisch, Meeresfrüchte oder Paranüsse oder Eier. Also die meisten haben eh ein Defizit. Die meisten kennen Selen für die Schilddrüse und das ist wahrscheinlich auch so die wichtigste Anwendung, weil Selen ist wichtig für die Aktivierung von T4 und T3, unser aktives Schilddrüsenhormon. Und Selen ist entzündungs- und antikörperlindernd in der Schilddrüse. Also da kennen es die meisten. Ansonsten ist Selen auch im ganzen Körper entzündungslindernd, weil Glutathionreduktase, also es ist ein Enzym, das Glutathion, unser Master-Antioxidant, in den Zellen regeneriert. Und dieses Enzym ist selenabhängig und das Enzym funktioniert erst, wenn Selen wirklich im oberen Viertel ist. Also wirklich, wenn man gut, sehr guten Selenwert, vorher wird das Enzym nicht aktiv. Und es gibt auch Enzyme, die zinkabhängig sind, die Entzündungen im Körper lindern und oxidativen Stress abbauen. Also deswegen Zink, Selen hört mal für die Schilddrüse, fürs Immunsystem, zur Entzündungslinderung. Einfach weil viele Enzyme, die wir da brauchen, um den Körper sauber zu halten, Zink und Selen abhängig sind. Also Schilddrüse ja, aber auch jeder, der mit chronischen Entzündungen zu tun hat, auf jeden Fall. Und dann gibt es noch ein paar so
Das ist jetzt ein bisschen weiter gedacht, aber in der Krebstherapie ist Zink und Selen auch sehr, sehr wichtig. Gibt es auch ein paar krasse Studien. Gut, also Magnesium, Zink und Selen, das halten wir hier mal fest als Spurenelement. Wirklich, wirklich elementar wichtig. Die Einnahme kann man eigentlich fast blind nehmen. Aber Spiegelbestimmung ist natürlich, wo es möglich ist und wo der Hausarzt mitspielt, auch schon sinnvoll, um zu gucken, dass man auch ausreichend nimmt. Genau, dann nochmal der Vollständigkeit halber auch ein paar Worte zum Vitamin C. Was genau macht jetzt das Vitamin C in so einer chronischen Stresssituation, wie sie bei den Patienten vorliegt? Vitamin C ist auch ein Antioxidant, erstmal in den Zellen. Und Vitamin C ist auch wichtig für die Regeneration von Glutathion. Also Vitamin C und Selen arbeiten da zusammen. Ist aber auch so, wir haben auf unseren Nieren haben wir so kleine Zäpfchen in den Nebennieren. Und die regulieren, also das sind so wichtige Hormondrüsen, die machen Stressregulation, die machen Blutzucker, die machen Blutdruck, die machen Zelldruck, also Osmose. Und wann immer wir gestresst sind, setzt die Nebenniere Vitamin C frei und schützt sich quasi, macht quasi wie so ein Mantel aus Vitamin C um sich rum, um sich selber zu schützen vor freien Radikalen. Und braucht aber auch selber relativ viel Vitamin C für die Bildung von Adrenalin und Noradrenalin, Stresshormone. Das heißt, wenn wir chronisch gestresst sind, verbrauchen wir unser Vitamin C schneller. Und irgendwann haben wir den Punkt, wo die Nebenniere völlig Vitamin C erschöpft ist. Und dann können wir auch keine Stresshormone mehr bilden. Und dann sind wir, was sich Nebennierenerschöpfung und dann Burnout nennt. Hat auch damit zu tun, dass der Körper und vor allem die Nebennieren irgendwann einfach der Saft ausgeht, aber auch die Nährstoffe ausgehen. Und da ist Vitamin C ein wichtiger Faktor. Auch Magnesium, habe ich neulich erst eine Studie gesehen. War vorher ein Verdacht. Jetzt weiß ich es, wenn wir gestresst sind, erhöht sich unser Magnesium Verbrauch um das bis zu Dreifache. Wir scheiden am Magnesium über den Urin aus. Und das merke ich selber, wenn ich mal, ich hatte jetzt im letzten Monat viel Unvorhergesehenes, sehr viel Stress, der zusammengekommen ist und der nicht geplant war. Und ich habe dann teilweise akut wirklich bis zu 2 Gramm Magnesium am Tag genommen. Einfach weil ich das gebraucht habe und überhaupt den Körper am Rollen zu halten. Aber normalerweise bin ich eher bei 400, 500 Milligramm Magnesium am Tag. Aber bei Stress kann wirklich der Verbrauch auch mal viel, viel höher ausfallen. Und ich bin immer wieder erstaunt bei mir selber, aber auch bei Klienten, wie viel man mit Nährstoffen schon machen kann im akuten Fall, wo andere schon umkippen oder in die völlige Erschöpfung reingehen. Merkt man auch wieder, es sind Werkzeuge, ne? Wenn man wissen, wie man die einsetzen kann. Ist natürlich kein Dauerzustand mit dem Stress, ne? Aber man kann da sehr viel mit abfedern und abpuffern. Und das finde ich genial. Ja, auf jeden Fall. Und es ist auch immer wichtig zu kombinieren, weil die einzelnen Nährstoffe auch schon sinnvoll sind, aber dann ist Magnesium wieder ein Kofaktor fürs Vitamin D und so weiter. Deswegen ist es wichtig, Experten zuzuhören, welche Kombinationen sinnvoll sind und sich eben sinnvoll ergänzen. Und zum Vitamin D einfach auch nochmal, dass Vitamin D fürs Immunsystem wichtig ist. Das hat sich hoffentlich mittlerweile bei den meisten Leuten rumgesprochen. Aber Vitamin D kann ja auch noch mehr. Ne? Das ist ja auch als Long-Covid beiseite lassen, aber es ist trotzdem ein ganz, ganz wichtiges, nicht nur Vitamin, eigentlich fast Hormon. Welche Wirkungen kannst du denn noch für uns zusammenfassen, die wichtig sind, die das Vitamin D anbietet? Also es ist ein Wachstumsfaktor für unser Immunsystem, aber es aktiviert auch das Immunsystem, aber es sorgt auch dafür, dass das Immunsystem ausbalanciert ist, ne? Also, dass aktuell kennen wir 150 verschiedene Arten von Immunzellen und die Balance, dass es ausgeglichen ist, ist halt auch wichtig. Und das macht das wie quasi Vitamin D, der Dirigent im Immunsystemorchester. Also ganz, ganz wichtig. Ist aber auch, in der Wissenschaft ist Vitamin D so das wichtigste Anti-Aging-Hormon. Denkt man gar nicht, aber viele Selbstheilungskräfte, viele Regenerationskräfte im Körper sind Vitamin D abhängig. Zusammen mit Vitamin K hält es unser Blutgefäßsystem sauber, wie so ein Staubsauger, um Plaques abzubauen. Unsere Knochen brauchen Vitamin D, weil Vitamin D quasi die Einlagerung von Kalzium in die Knochen macht, zusammen mit Vitamin K. Gleichzeitig hilft Vitamin D bei der Aufnahme von Kalzium aus der Nahrung. Das heißt, unser Kalziumbedarf ist auch weniger. Es ist wichtig fürs Funktionieren von Serotonin, unserem Glückshormon. Deswegen haben wir im Winter auch so Winterdepressionen.
wenn der Vitamin-D-Spiegel sinkt, weil das Serotonin nicht mehr so gut wirkt. Biologisch gesehen ist es dann der Punkt, wo wir Winterschlaf halten sollten, aber wir machen halt keinen Winterschlaf, wir Menschen, ne? Aber das ist so ein Hintergrund. Ja, ansonsten Regeneration heißt halt auch schönere Haut, ein besserer, ein stabilerer Darm, insgesamt, was die hormonelle Gesundheit angeht, mehr Testosteron, mehr Progesteron, also auch eine gewisse sexuelle Ausstrahlung, aber auch Fruchtbarkeit, Knochen, Zähne, Gelenke Also und alle Vitamin D. jetzt sollte wirklich jeder verstanden haben, wie wahnsinnig wichtig Vitamin Kann D ist. was. Ja? Das möchte ich auch gerne nochmal betonen. Genau, jetzt wenn jemand sich überlegt, ja klar, verstehe ich alles, möchte aber nicht so gerne Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, kann ich denn mit bestimmten Lebensmitteln auch arbeiten, um mir jetzt... Bleiben wir mal bei den fünf Playern, die wir hier jetzt genannt haben, um mich mit Vitamin D zum Beispiel auszustatten oder Vitamin C, Magnesium, Selen, Zink. Was wäre da deine Empfehlung? Macht das Sinn? Kann man überhaupt so viel fetten Seefisch essen, dass man ausreichend Vitamin D im Körper hat? Und wie siehst du das? Also in der Theorie ist es machbar, in der Praxis eher schwer. Aber jeder kann es gern probieren und deswegen essen wir ja auch gesund, um unseren Körper möglichst viel von dem zuzuführen, was er braucht. Aber wenn wir merken, wir schaffen es nicht, entweder weil wir einen erhöhten Bedarf haben oder weil wir es eben nicht schaffen, jeden Tag ein Kilo Brokkoli zu essen, dann würde ich da einfach mal das Ego rausnehmen und dem Körper das geben, was er braucht. Ne? Weil viele sagen dann, ja, dann bringt es ja gar nichts mit der gesunden Ernährung oder, oh, ich schaffe es nicht über eine Ernährung, alles, es ist Ego. Ernähr dich so gesund und vielseitig und so frisch und saisonal wie möglich. Wenn du merkst, es reicht irgendwo nicht, dann ist das auch okay. So als Grundlage. Ja, ich esse jeden Tag Grünzeug, aber ich schaffe es nicht, meinen Magnesiumbedarf zu decken. So, ist okay. Aber ich schaue, dass ich jeden Tag eine Handvoll Brokkoli, Wildkräuter, Löwenzahn, Spinat, ne? Dann kann ich trotzdem noch ergänzen, wenn ich merke, es reicht nicht. Hey, schön, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Und nochmal die Erinnerung, wenn du spürst diese Leidenschaft für Nährstoffe und wenn du vielleicht für dich selber auch mal siehst, dass du Interviews gibst, dass du Vorträge hältst über Nährstoffe und was Nährstoffe eben bewirken können, auch wie sie Menschen zu ihrer Gesundheit helfen können, dann ist es vielleicht für dich interessant, auch unsere Weiterbildung zum Nähr- und Vitalstoffcoach zu machen. Und da findest du jetzt alle weiteren Infos unten in den Shownotes dieser Episode und kannst da jetzt direkt auch nochmal stöbern. Da findest du auch ein Infovideo dazu und einige Testimonials schon und was eben in dieser Ausbildung auf dich wartet, dass du auch die Reise zum Nähr- und Vitalstoffcoach antreten kannst, wie es jetzt schon über 100 Menschen vor dir getan haben. Aktuell sind wir ungefähr 110 bis 115 Menschen, die eben diese Ausbildung angetreten sind. Und es braucht viel, viel mehr Nähr- und Vitalstoffcoaches und wir würden uns freuen, wenn du auch noch diese Reise antrittst. Wir sehen uns bei der nächsten Episode wieder. Bis dahin und tschüss.